Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es ist wieder Zeit für ein Pokémon-Sammelkartenspiel-Unpacking. Es geht weiter mit der Pin-Kollektion nach Gortrom und Liberlo. Jetzt das Finale Inteleon. Der dritte Starter, Wasserstarter, beziehungsweise die Phase 2-Entwicklung des Wasserstarters. Inteleon in dem Fall mit der Pin-Kollektion. Hier haben wir die limitierte Promokarte der Pin und drei Booster-Packs. Hier steht jetzt auch nochmal eine holographische Promokarte mit Inteleon. Ein Sammlerpin mit Inteleon, drei Booster-Packs der Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung, Zenith der Könige, eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel live. Genau. Also, drittes und letztes und wir hoffen natürlich, dass es diesmal ein bisschen besser gönnt als die ersten beiden. Wir haben uns ja gesteigert. Das zweite war ja schon besser als das erste. Vielleicht wird das dritte ja sogar noch besser als das zweite. Hier haben wir den Pin, Inteleon. So ein bisschen da wie James Bond, finde ich ganz witzig. Sehr, sehr cool. Inteleon. So, dann machen wir das hier runter. Überall. Vorsichtig hier schon mal die Karten raus, dass nichts kaputt geht. Und dann trennen wir das Altpapier und Plastik. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier die Karte. Codekarte kommt weg. Inteleon, die Blackstar Promo SWSH 279. Inteleon, Phase 2 entwickelt sich aus Flegeleon. 150 KP mit der Fähigkeit Schnellschütze. Einmal während deines Zuges kannst du zwei Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners legen und Kaskade für 70 Schadenspunkte. Sehr coole Karte. So, und dann haben wir natürlich noch drei Booster Packs und hoffen auf den Mega-Hit jetzt. Auf First Pack Magic. Wir schauen rein. Bekommen wir hier was Besonderes geboten? Eine schöne Goldkarte oder so. Goldkarte kommt weg. Vier Karten und ich sage passend zu Inteleon Wasser. Nein, Manu. Luxio, Metang, Scheimin, Molunk, Felidu, Mabula, ein Algit, ein Iguana, eine Galar Gallery, Deoxys. Coole Sache. Hier Fusionsangriff, fokussierter Angriff und fließender Angriff. Der hat alle drei Symbole hier oben. Photonenboost, 80 plus Schaden. Wenn an dieses Pokémon mindestens ein Fusionsangriff Energie angelegt ist, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Sehr, sehr nice. GG12 ist es von 70. Ah, geil, eine Galar Gallery. Und haben wir sogar einen Doppelhit. Die zweite Karte in diesem ersten Booster. First Pack Magic, es ist... Oh Leute, das ist das Pikachu. Ja, wie geil ist das denn? Das ist tatsächlich ein Doppelhit. Und was für ein Doppelhit. Eine Galar Gallery Karte mit Deoxys und dann das Pikachu. Alter Schwede, was eine tolle Karte. Karte Nummer 160. Stromstoß. Dieses Pokémon fügt aus sich selbst 30 Schadenspunkte zu. Ja, das Pikachu Basis-Pokémon. 70 KP Elektro. Sehr, sehr nice. Also das ist mal ein super cooles First Pack Luck, würde ich sagen. Aha, sehr gut. Ist jetzt schon die beste von den drei Kollektionen bei mir. Es kann nur noch besser werden. Es kann nur noch besser werden. Mal gucken, was die anderen beiden Booster bringen. Codekarte kommt weg. 1, 2, 3, 4. Ich sage wieder Wasserenergie. Schade. Dann haben wir hier die Buddelbrüder. Ein Georock. Ein Pokémonfänger. Ein Ignivor, ein Myrapla, Jurob, ein Trank, ein Stolunior, ein Ignivor als Reverse und die letzte Karte ist ein Absol. Immerhin eine Holo Rare. Naja, okay. Last Pack Magic. Bleibt es bei den beiden Hits, die wir haben, bei den beiden guten Hits, definitiv. Oder bekommen wir noch einen richtig coolen dritten Hit? Irgendwie kriege ich es nicht auf. Ah, doch jetzt. Ein bisschen Anstrengung. Ist das ein Zeichen, dass hier was Gutes drin ist, was nicht raus will? Wir werden das sehen. Also, Codekarte weg. 1, 2, 3 und 4 Karten nach vorne. Und ich bleibe bei Wasserenergie. Nein! Manu, kann doch nicht sein. Die Freunde aus Hisui.
Ein Venuflibis. Die Rettungsbox. Ein Volley. Ein Shinux. Dann haben wir ein Pampam hier. Ein Schnippke. Ein Gladiantri. Dann haben wir eine Riolu als Reverse. Leider keine besondere irgendwie. Und die letzte Karte, Last Pack Magic. Haben wir nochmal einen Hit? Es ist. Jawoll! Ein Silembrim V-Max. Sehr, sehr cool. Ist keine Full Art Karte oder sowas. Also ganz normal. Die Karte 66, also mitten im Set, aber trotz allem. Alter, was das denn bitte für eine geile Kollektion gewesen? Eine V-Max-Karte, eine Galar Gallery-Karte und hier das Pikachu. Mega cool. Das nenne ich mal eine geile Ausbeute. Und das einzige Booster, was nur eine Rare-Karte enthält, ist immerhin sogar eine Holo-Rare hier mit Absol. Sehr, sehr cool. Boah. Ja, also würde ich mal sagen, definitiv das Beste der drei, die beste der drei Pin-Kollektionen, die ich hier ausgepackt habe. Würde ich gerne nochmal die anderen beiden angucken hier, Gortrum und Liberlo. Da habe ich ja auch schon euch gezeigt, was da so drin war. Und können wir gerne mal schreiben, was eurer Meinung nach die bessere Kollektion war. Aber es würde mich doch stark wundern, wenn ihr, Entschuldigung, eine der anderen beiden Kollektionen bevorzugen würdet. Also von den Karten, die ich jetzt hier gezogen habe. Was ihr gezogen habt, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und das würde mich mal interessieren. Deswegen schreibt mir es gerne mal in die Kommentare. Was für Kollektionen habt ihr euch gekauft? Und was hattet ihr so für coole Hits da drin? Würde mich sehr interessieren, deswegen gerne mal in die Kommentare damit. Und dann kann man mal gucken, was so möglich wäre vielleicht in diesen Kollektionen hier. Rein theoretisch müsste ja alles möglich sein. Ja, naja. Aber auch sonst alles, was ich so zum Thema Pokémon, sei es das Videospiel, das Kartenspiel, die Zeichentrickserie, die Mangas, was auch immer, was euch da so durch den Kopf geht, haut's in die Kommentare. Lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.